ist ein Fake-Birkenstock, Bruder. Nicht mal original. Nicht mal original. Und meine Crocs sind auch fake. Hallo und herzlich willkommen auf dem Zack Plus Kanal. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ihr seid fit, ihr seid gesund, ihr seid munter. Ich glaube, es gab nichts lange mehr von mir zu sehen. Heißt aber nicht, dass ich inaktiv war. Ich bin immer aktiv auf meinem YouTube-Kanal und auf meinem Instagram und auf Twitch und im Podcast. Danny, ich habe gerade alles mitgenommen, was geht. freue mich, dass Zack Plus wieder am Start ist. Wir werden in einer Einheit trainieren gleich. Vorher sind wir hier natürlich in der legendären Machina Kitchen. Ne? Was gibt's hier? Hier gibt es natürlich alles. Der ganze Vorrat, wenn ihr euch fragt, warum bei Zack Plus alles leer ist, ist kein Problem, Leute. Es ist leer, wegen meiner Wenigkeit. Hier einmal, da einmal. Als ob das nicht gereicht hat. Das ist Lösungswasser. Keine Ahnung warum. Ne? Also, das brauchen wir nicht. Hier ist noch ein bisschen was. Oh, ja, da. Ich denke mal, Pre-Post-Workout ist bekannt. Wir werden Beine trainieren. Ich werde heute Beine trainieren. Heute ist Montag. Studio ist relativ voll, habe ich gehört. Deswegen sollten wir relativ spät gehen. Wird aber nicht funktionieren, weil ich keine Zeit habe zu warten. Ich habe gegessen. Hands und Quads zusammen. Ich denke, wir werden heute ein bisschen Beinstrecker, Beinbeuger und Kniebeuge machen. So langsam wieder reinkommen. Kniebeuge, denke ich, 10 Sätze, je nachdem, wie mein Nervensystem das zulässt. Deswegen würde ich sagen, gleich erstmal Kickdown rein. Was guckst du da? Was hast du da geguckt? Ja, ich habe doch alles auch da. Na, der Kinase habe ich da. Wird oft unterschätzt, ne? Vor allem Leute, die Blutdruckprobleme haben, ist ganz gut. Dann, ey, ich will euch natürlich nicht ärgern, aber ich habe natürlich Vorrat an Astragalus. Ich weiß, es ist lange ausverkauft, aber das ist ein sehr, sehr gutes Produkt für die Niere. Leute, wenn ihr unterstützende Athleten seid, also ich nehme das trotzdem, weil ihr wisst, mein Veganismus ist sehr, sehr angestrebt und ich habe Probleme dann mit der Niere, dagegen will ich ein bisschen entgegenwirken. Deswegen Astragalus sehr wichtig. Und warte, ganz wichtiges Produkt, ich zeige euch mal. Für Leute, die sehr viel Stress haben, in dieser, das ist auch so wichtig für Matthias, deswegen liebe Grüße an den Boss. Adaptogen-Komplex und Ashwagandha gemixt. Ganz wichtig. Boah, Danny, ist alles leer. Ich brauche neu, damit der Vorrat schnell los, ey. Ja. Man sagt, ist leer. Danny, ist leer. Ich brauche neue Bestellung. Ich so. Glaub mal, ist wieder leer. Bruder, da ist leer. Okay, ich würde sagen, dann bis gleich im Gym, ne? Also Leute, wir sind im Gym. Das Gelaber überlasse ich Danny und Alex, nicht du. Wir gehen jetzt hoch. Wir werden jetzt einfach piep ficken. Okay? Machen einfach so Rambazamba. Wir fangen mit den Abduktoren und Adduktoren an. Das wird oft vernachlässigt. Das machen wir jetzt zum Aufwärmen und dann gehen wir hoch. 3 Sätze für die Inneren und 3 Sätze für die Äußeren. Das ist nicht nur eine Frauenübung, ist auch eine Männerübung. Wird oft vernachlässigt, vor allem bei der hinteren Pose, bei den Männern, zum Beispiel bei der Liner-Pose. Und ganz wichtig. So, Warm-up zu Ende. Wir machen heute ganz Basic-Training. Beinstrecker, Kniebeuge, Beinbeuger. 3 Basic-Movements, so viel wie geht, bis zentrales Nervensystem nicht mehr mitmacht. Ich würde sagen, genießt die Show, Leute. Normalerweise split ich Hams und Quads, aber die Zeit derzeit lässt es nicht zu aufgrund der Coachings. Ich würde sagen, let's go. Beinstrecker, ihr kennt das Gerät noch von dem letzten Video, denke ich mal. Ist ein Gym 80-Gerät. Eins der schwersten Beinstrecker, die von heute, diese ganzen Hammer, Techno und so, die sind alle abgefälscht. Hierfür braucht man Real Power. Also Community, let's go. Ich habe meine Bandagen vergessen. Ohne Bandagen Kacka. Ist nicht gut für die Kniescheibe. Ich benutze immer Bandagen. Scheiße. Er hat mir gerade die Frage gestellt, auch bei dem Beinstrecker. Ja, weil, also bei dem Beinstrecker, weil guck mal, siehst du diesen Sitz, wie der runtergebeugt ist? Das heißt, du sitzt ja so. Und guck mal, wenn ich zum Beispiel, jetzt pass auf,
Siehst du jetzt zum Beispiel, wie krass schon gedehnt das hier ist? Und das ist nicht, auch nicht so gut für die Patellaszene. Weißt du, weil das ist, dieser Beinstrecker ist ja, nicht, ist ja kein, ist ein untypischer. Weil du sitzt so mit dem Arsch unten, ne? Und guck mal, der zerfetzt ja auch hier alles, wenn du spürst es komplett hier. 2 Liter müssen weg im Training, muss. Der Körper besteht fast nur aus Wasser. Achso, wir machen Kniebeugen, ne? Also nicht wie die Hälfte der Fitnessszene. Er hat gerade gefragt, ob ich hier auch weniger mache. Also, das Ding ist, eigentlich trainiere ich immer relativ schwer. Ich habe schon 280, 300 gebeugt. Es gibt aber verschiedene. Hast du gesehen, wie tief ich gegangen bin? Hast du gesehen, dass ich auch unten gehalten habe? Hast du so? Ja, also, guck mal, du kannst ja. Es gibt einmal explosive Wiederholungen, wenn du schwer machst. Und dann ballerst du sie einfach weg und du streckst dann aber auch nicht durch. Und bei denen zum Beispiel mache ich das so, dass ich die Beine. Also, das ist wie, als ob du dich komplett in den Boden reindrückst, ne? Und ich strecke zum Beispiel nie durch bei der Ausgangslage. Sondern ich gehe runter, guck mal, jetzt meine Beine gehen so, weil ich will heute diesen Bereich und diesen Bereich beanspruchen. Weil wenn ich zum Beispiel, jetzt guck dir einfach gleich an, wie meine Beine sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel runtergehe und es halte, das ist genau hierfür. Und dann bleibe ich hier oben stehen und das ist für den äußeren Quad. Also das heißt, ich nehme die Spannung nicht raus. Und da reichen 100 Kilo. Du bist am Arsch. Das ist wenig Gewicht, aber wenn du die, das ist Mind-Muscle-Connection zum Beispiel. Weil der Körper, also der Muskel teilt dir das mit. Zum Beispiel heute bin ich gute Flow. Ich wollte heute gar nicht reden, aber ich wurde hinter der Kamera, ja, du musst mir reden, weil ich so im Flow bin heute. Deswegen ist eigentlich relativ gut. Das ist die beste Beinbeug liegende Maschine, die es gibt. Komm mal mit, Pascal. Dieser Winkel geht nur auf den Hamstring. Und der Trick dabei ist, dass man das hier fast nach ganz oben stellt. Ich habe jetzt hier Stufe 9. Den, hopp, klack, so tief es geht. Das war wieder Beinstrecker. Guck jetzt, siehst du den Winkel? Guck mal, wie tief der abfällt. Und wenn du jetzt zum Beispiel reinziehst, hast du den kompletten Hemi. Und das Ding lässt es nicht zu, dass du bis hier oben bist. Ist alles eine Sache der Einstellung. Da brauchen wir auch nicht so viel Gewicht. Da machen wir erstmal 40, weil die Beine schon zu sind. Und dann gucken wir mal, wie es wird. Also, stimmt, das letzte Video, gerade wurde mir das gesagt, das war vor der Türkei. Also Leute, ich bin jetzt 29, ne? Und ich habe mein Zuhause nie richtig verlassen, weil ich ein Familienmensch bin. Und ich liebe mein Zuhause. Und eigentlich war geplant, dass wir für ein Jahr in die Türkei gehen. Und ich muss echt sagen, da ist mir so einiges bewusst geworden. Ich glaube, wenn du Dinge, die du für selbstverständlich hältst, ne, und die erstmal weg sind, dann fällt dir erst überhaupt auf, was dir das bedeutet oder wie sehr dir das fehlt. Und ich habe für mich gemerkt, natürlich war das eine Erfahrung wert. Ich habe viel Positives, aber auch viel Negatives mitgenommen. Ich war am Ende in so einer Lochphase, weil mir das alles gefehlt hat. Und ja, mein Umfeld hat mir gefehlt, meine Routine hat mir gefehlt. Ich habe gemerkt, ich bin einfach ein, also ich wusste schon, dass ich ein Routinemensch bin, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich so ein Routinemensch bin. Mein Friseur hat mir gefehlt, das Essen hat mir gefehlt, mein normales Essen hier, meine Restaurants, wo ich immer mit den Jungs bin, eine vernünftige Pfeife, wo ich mal 5 Minuten nur hinfahren muss, hat gefehlt und nicht 4 Stunden zum Friseur. Istanbul ist eine Riesenstadt, das ist wie ein Land, kann man schon sagen, man kann sich da verlaufen, das ist unglaublich. Aber ich bin dann eher gerne so ein Heimscheißer und ich mache dann auch hier gerne mein Ding und das ist einfach so. Danke, dass ich die Erfahrung so machen durfte. Ne? Ich nehme nur Positives mit am Ende des Tages, weil das lässt einen reifen, vor allem in der Persönlichkeit. Aber ich kann für mich sagen, so auswandern oder wegziehen oder über einen längeren Zeitraum, das ist gerade nicht mehr auf meiner Liste. Ich habe das abgehakt, das war so meine To-Do-Liste. Ich habe immer gesagt, ich will irgendwann mal in einer Wohnung sein, wo ich eine unfassbar gute Aussicht habe, wo ich einfach mal auch runterkommen kann. Und ich habe da am Ende des Tages sehr viel nachgedacht. Ich hatte sehr viel Zeit für mich selber. Ich habe viel selbst reflektiert, viel über mein Leben, habe das Positive mitgenommen und jetzt bin ich wieder hier.
Ja, das kann ich so zu der Istanbul-Reise sagen. Und das Einzige, das Positive war auch, dass die Apotheken sehr gastfreundlich zu uns waren und relativ günstig war alles. Aber was soll's, ne? Weiter geht's. Outro? Ändere. Am Ende? Ja, du musst das Video abschließen. Sag einfach Tschüss, Jaselle. Leute, das Video von Adam ist vorbei. Ich bin jetzt am Start. Fake, weißt du, guck mal. Und ja, ich bin jetzt Schauspieler. Danke für die Gastfreundschaft, Adam. Danke für die Gastfreundschaft. Salam alaikum, Bruder. Alaikum salam. Tschüss. Und ich nehme mir noch Passagen. Also, da wir heute die Kreditkarte von Matthias haben und Sek Plus, werden wir jetzt fett auf Sek Plus seinen Nacken essen gehen. Ich danke euch fürs Einschalten. Da kann das Sek Plus Team hat Spaß gemacht. Hier, Drecking. wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Danke fürs Einschalten. Hadi, tschüss.